Herzlich willkommen wieder mal bei den FSX-Videos von Dieter Heindorf. Willkommen in der Flugsimulation. Heute in Nordafrika mit 4 Flugzeugen. Mit einer Me-109, natürlich mit der gelben 14 von Jochen Marseille. Einer P-40, den hauptsächlichen Gegner während des Zweiten Weltkrieges hier in Afrika. Dann einer Focke Wulf 190 und ich sitze in einer P-51 Mustang. Dieses Bit ist eine Premiere, denn ich fliege mit Track IR 5. Was nun ist dieses Track IR 5? Eine kurze Erläuterung. Man hat am Headset ein kleines Gerät und oben auf dem Monitor ist ebenfalls ein Empfänger und wie man den Kopf dreht, so dreht sich auch die Sicht innerhalb des FSX. Das heißt, ich kann fliegen und schaue hinaus oder bewege meinen Kopf und schaue hinaus, so wie ich das im richtigen Fliegen auch tue. Dieser Flug findet statt mit diesen technischen Hilfsmitteln und ich setze das zum ersten Mal in einem Video um. Das Ergebnis ist zwiespältig. Beim Fliegen ist es hilfreich, im Video etwas, gelinde gesagt, zappelig. Trotzdem habe ich es mal versucht und habe ein Video von einer etwas anderen Platzrunde gedreht. Vier Flugzeuge und etwas kurz dazu gesagt. Das harmonischste Flugzeug von den Vieren, das ist die 109, die 109F. Das mit der am meisten Kraft ist die P40. Die 190 von Matthias ist insgesamt etwas steif. Die Mustang, die ich hier fliege, etwas leistungsschwach. Sie bringt nicht das, was das Original bringen würde, zumindest auch im Vergleich. Kommt daher, da in der Simulation jeder Entwickler natürlich seiner Maschine entsprechende Daten unterlegt und etwas entsprechend herauskommt. Und das ist nicht gerade bezogen auf einen anderen Konkurrenztyp. Deswegen komme ich hier mit der Mustang nur mit Ach und Krach überhaupt hinterher. In Wirklichkeit sehe das ein bisschen anders aus. Aber Spaß macht es trotzdem. Meinen werten Zuschauern bleibt es überlassen, das entsprechend zu kommentieren und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ich fliege hier in der Morgendämmerung, damit man die anderen Flugzeuge an ihren Beleuchtungseinheiten erkennen kann. Denn der Rekorder schafft es nicht, 4 Flugzeuge in entsprechendem Abstand darzustellen. Deswegen Morgendämmerung und Licht an. So kann man genau erkennen, wo die anderen sind und an der Form kann man auch erkennen, wer es ist.
Der Vorteil in der Sache ist, man kann sich mal vorbeugen, so wie hier. Man kann hinter den Joke gucken, wenn es sein muss, und Schalter suchen. Man kann auch mal links vorbeigucken, nach unten durch das kleine Seitenfenster. Man kann sich zurücklehnen, man kann sich seitwärts beugen, rechts oder links. Alles möglich. Natürlich, die Reaktionen auf dem Bildschirm sind entsprechend hektisch. Im Flug selber merkt man das nicht so. Ganz im Gegenteil, wenn man links eine Maschine, so wie hier die Focke Wulf hat, kann man Abstände besser schätzen, auch zum Vordermann. Dann guckt man eben rechts, links, rechts, links. Das macht man in Natur auch, nur hier fällt es besonders auf. Also Vorteil ist vor allen Dingen, wenn man mit mehreren Flugzeugen unterwegs ist. Ist man alleine unterwegs, ist es nicht unbedingt nötig. Eine mehr als nette Spielerei. Wir kommen rein und ich habe vor mir die P40 und die fängt auf einmal an zu steigen, warum auch immer. Und ich muss den direkten Landeanflug abbrechen. Also Gase rein, einmal rechts, einmal links und dann gehen wir auf den Acker. Kein Problem. Thanks for coming and watching, and I think we'll see us again next video. Also vielen Dank fürs Kommen und Zuschauen und ich hoffe, es hat etwas Meinung gebildet über so eine technische Neuerung. Und für heute machen wir Schluss. Es war eine nette Zeit und ich wünsche echt Öscher. Tschö, wa? Tschö, tschö.